Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough. Ihr seht schon hier schon, wir spielen das Resident Evil 3 Remake und ja, ich habe die Online-Funktion ausgestellt. Dankeschön. Ja, das habe ich noch nicht gespielt und das wollte ich auch nicht außer Acht lassen, auch wenn mir das nicht ganz so gut gefallen hat wie das 2er Remake, aber dazu später mehr. Wir werden das auch nicht, sage ich mal, auf die ganz normale Art spielen. Ich habe mir überlegt, wir spielen Resident Evil 3 Remake und auch nochmal das 2er. Und zwar in der Reihenfolge, wie sich die Story abspielt. Das heißt, wir spielen diesen Teil bis zu einem bestimmten Punkt. Und langsam nervt es mich echt mit dieser Scheißmeldung da wegen diesen Online-Features. Und ja, wir spielen die PS5-Version. Das heißt, wir können Raytracing nutzen und noch ein paar andere Sachen. Ich werde jetzt erstmal diese Scheiß-Datenübertragung deaktivieren, damit diese Meldungen hier nicht mal eintrudeln. Meine Fresse nochmal. Ja, wir spielen Resident Evil 3 bis zu einem bestimmten Punkt. Und da werde ich dann das Resident Evil 2 Remake reinschneiden. Das werden wir nochmal neu spielen, in anderer Reihenfolge, wie bis zu dem, wie wir es bisher aufgenommen haben. Und boah, ich weiß gerade nicht, welches Outfit ich nehmen soll. Boah, keine Ahnung. Ja, komm, nehmen wir das Klassische und bei Carlos nehmen wir lieber das Standard. Seine komische Ölfrisur, wie die Olive, die gefällt mir nicht so. Ja, und ich würde sagen, wir spielen auf Standard. Ja. Ja, alles klar, dann geht's mal auf in das Live-Action-Intro. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Stadt legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Morden. Menschen werden verprügelt, Geschäfte Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Ja, sicher. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ja, dieses Fundament, das wird uns irgendwann auf den Kopf fallen in Form einer gewissen Person und ja, Person kann man auch nicht sagen, in Form eines gewissen Monsters. Und ja, das wird hier gerade zum Abflug bereit gemacht. Codename Nemesis. Ja. Alle, die das Original kennen, wissen natürlich, in welche Rolle wir schlüpfen werden. Wir spielen Jill Valentine. Und ja, eine der Neuerungen der PlayStation 5-Variante ist, dass wir das Spiel in der First-Person-Ansicht spielen. Ihr seht es hier schon. Und wie es so aussieht, erwachen wir gerade aus einem ziemlich üblen Albtraum. Haben wir das alles nur geträumt? Ist die Geschichte von Resident Evil 3 vielleicht überhaupt gar nicht wahr? Ist sie nur ein komischer Fiebertraum gewesen? Wir wissen es nicht. Wir können jetzt aber auf jeden Fall dieses kleine Apartment hier erkundigen. Denn draußen ein heftiger Sturm mit Regen tobt. Und wir schließen mal lieber das Fenster. Nicht, dass wir uns auflösen. Und naja, so. Nichts zum Interagieren. Oh, und das Foto kennen wir doch. Die gute alte Stars-Mannschaft. So, auf den CDs. Keine Ahnung, was Jill so für einen Musikgeschmack hat. Mit Sicherheit guten Rock. Irgendeine alte Zeitung. Sonst ist hier nicht viel los. Dann gehen wir wohl mal ins Bad und waschen uns mal kräftig das Gesicht her. Wasserhahn auch noch laufen lassen. Ups.
Das sieht nicht gut aus. Oh, Scheiße. Jill, du brauchst ganz schnell Hilfe. Wenn du nicht ein Antivirus da hast, dann ist das Spiel schon vorbei, glaube ich. Oder der einzige Antivirus liegt da vorne auf dem Waschbecken. Oh Gott, tu's nicht. Sie hat's getan. Ja, das war's dann auch schon. Nein. Ja, wahrscheinlich aus gutem Grund nach allem, was sie erlebt hat. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Ja, es ist der 28. September, mein Geburtstag zufälligerweise. Was ist da draußen los? Und sie weiß es noch nicht mal, was da los ist. Aber ich glaube, wir werden es ziemlich schnell rausfinden. Was haben wir hier denn? So viele Pillen. Ja, ganz eindeutig. Wegen Schlafstörungen, Auszeichnungen, Aktenkoffer. Machen wir erstmal Licht an hier. Und was haben wir hier? Dokument. Jills Bericht. Ah ja. 26. September 98. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch die Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Na, das wäre besonders übel. Aber wie gut, dass wir von einem Biss nicht infiziert werden, wie alle anderen steuerbaren Resident Evil Charaktere. Man sollte jedoch beachten, dass es bei den Überleben des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach dem Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Ziemlich angelangt, ziemlich abgesehen von ein paar Schlafproben in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Ja, das weiß man wohl nie so ganz genau. Aber hey, wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind immun dagegen als Charakter. Notiz zur Ermittlung. Umbrella, Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche, verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung, zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arclay-Forschungseinrichtung fand noch vor dem Willenzwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City, große Spenden an Bürgermeister Robin, kontrollieren praktisch die Stadt. Ja, der Teil in der Mitte bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Resident Evil Zero. Gehe ich mal von aus. So, was haben wir hier? Noch ein Dokument. Hört nicht auf. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons-Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was sie zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe und es funktioniert. Ich esse, kaum kriege, kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Ach du Kacke. Schön zu Hause beobachten, ey. Man stellt sich vor, man hat so einen Arbeitgeber. Aber ich werde nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich werde natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, was auch immer Leute mit mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Ich weiß nicht genau, von wem der ist. Dachte vielleicht erst von Jill selber, aber es wird ja nichts bringen, wenn sie ihren eigenen Ermittlungsbericht bei sich zu Hause festhält, wenn der in andere Hände gelangen soll. Aber naja, nun gut. Sitzt ja auch schon quasi so auf gepackten Kartons, ne? Oh, und was haben wir hier? Das sieht doch lecker aus. Brief von einem Kollegen.
An Jill Valentine. Hey, du hast, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille für das geben, was du im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass sich die Zurückhaltung überall so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Aha. Klingt nach Brad, oder? Spoiler-Alarm. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Ein Brawler wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers, Stars Alpha Team für immer und ewig. PS, musst du diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Ja, und sie hat sie kaum gegessen, denn über die Hälfte liegt noch da rum. Scheint wohl doch nicht so der Renner gewesen zu sein, hä? Und dazu noch so ein Teller Furzsuppe. Naja, okay. So, Kaffee lassen wir außen vor, der stinkt sowieso. Was haben wir im Kühlschrank? Brot und Bier. Können wir leider nichts von nehmen. Scheint nicht das Dalvi-Export zu sein, aber naja. Ein paar schöne Kühlschrankbilder. Good feeling. Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Naja, okay, gut. Dann gehen wir mal in der Wirklichkeit ins Bad. Und schauen mal, ob es uns da vielleicht besser ergeht. Sieht doch schon mal gesünder aus, ne, mit dem Outfit. Ja, sitzt alles. Bis auf die Frisur. Naja, gut. Ja, und Überraschung, nein, die PS5-Version ist kein First-Person-Spiel, sondern ja, ist genauso wie bei der vorherigen PS4-Version auch. Und wir kriegen einen Anruf. Das wohl sein kann um die Zeit. Ich weiß ja nicht. Sollen wir rangehen? Okay, ich komm schon. Na gut. Hallo? Jill, geht's dir gut? Zu Basa? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Oh Gott. Okay, lass mich meine... Oh, Scheiß! Oh Gott, er ist schon hier. Ja, im Remake geht das wesentlich schneller, bis man... den Kerl das erste Mal trifft. Kann sie jetzt wohl vergessen, oder? Naja, wir haben andere Sorgen. Oh Gott. Was zur Hölle ist das Ding? Ist wie ein Terminator. Oh, Scheiß. Ja, wir sollten schnell raus. Und wie gut, dass der Nachbar gerade nicht da ist und die Tür offen gelassen hat. Nichts ist unmöglich. Oh Gott. Nicht die stärkste Idee, ins Gebäude zurückzugehen. Oh Gott. Oje mine und... Ach du Scheiße, Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt davon, wenn man sein Stars-Überlebensmesser nicht mit einpackt. Aber zum Glück lag da irgendwas anderes rum. Wir sehen zu, dass wir zum Ausgang kommen. Acht. Schnell die Feuerleiter runter. Ach du Manometer. Der lässt keine Wand stehen, wie sein anderer Kollege. Naja, und so kommen wir irgendwann auch noch unten, oder? Oh, ich glaube, wir nehmen lieber die Beine in die Hand. Nein, wir steuern jetzt nicht Nemesis selber. Auch wenn wir es aus seiner Sicht quasi sehen.
Ja. Und das hier ist jetzt ja quasi der Anfang des Originals, nur nicht mit Nemesis da, wo Jill aus dem Apartment raus katapultiert wird. Aber okay, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen, bevor der Typ wieder auftaucht. Aber komisch, dass uns Tsubasa Ozora anruft. Jill? Und da ist er wieder. Hier drüben! Red! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. No shit. Ja, ich mag irgendwie die Stimme von dem nicht. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arclay, nur viel schlimmer. Das kann man wohl laut sagen. Ja, und auf die Kinoplakate da oben, Top Gun, gehen wir später drauf ein. Hey, warte! Hier unten! Ja, verdammt nochmal! Mal träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Hier rein! Ja, dann möchte ich jetzt auch gerne mal abhauen. Oh Gott. Ah, Jack. Die Tür hinten, los! Oh nein! Scheiße! Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Ja, und da müssen wir ihn eiskalt zurücklassen, den armen Tsubasa. Ja, ich mag die Stimme von... Ich mochte die auch damals schon nicht bei die tollen Fußballstars. Also, der... Ah ja, gut, eine Waffe. Der hat irgendwie keine Stimme, die zum kleinen Jungen passte. Damals auch schon nicht. Und ja, der klingt auch, weiß ich nicht. Also klar, der kann nichts für seine eigene Stimme. Und es gibt sicherlich Leute, denen gefällt die. Und der ist auch in Sicherheit ein klasse Typ. Auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne. Will auch jetzt ihn nicht beleidigen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ich mag seine Performance in Spielen und Serien nicht. So für Werbung, okay, aber naja. Wir haben jetzt andere Sorgen. Wir müssen auf das Dach des Parkhauses kommen. Wer ist das? Geht's Ihnen gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Den kennen wir auch noch aus dem Original. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja, das ist Originaltext, was er auch im Original sagt. I'd rather stay here and starve to death than eat by one of those undead monsters. Now leave me alone! Und so weiter und so fort. Oh Gott, Hunde. Nee. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Uns geht's momentan eh nicht ganz so gut. Da ist das Parkhaus. Ich weiß nicht, ob das hier so ein bisschen inspiriert ist von dem Anfang von The Last of Us. So mit dieser Stadtkulisse.
wir da bei diesem zerbombten Kino da lang gegangen sind. Aber naja, oh Gott. So, ich glaube, jetzt können wir das erste Mal auch die Dodge-Mechanik nutzen. Ja, genau. Das gibt's ja auch, wie im Original, funktioniert hier nur ein bisschen besser. Denn wir können tatsächlich auch ausweichen, wenn uns kein Gegner anruft. Im Gegensatz zum 2er-Remake haben wir dafür keine Defensiv-Items wie Granaten, Messer und so weiter. Also die haben wir schon, aber wir können sie nicht als Defensiv-Items nutzen, wie das im 2er-Remake ist. Dafür haben wir halt diese Ausweichmechanik, die natürlich timingbasiert ist. Ich bin da nicht so wirklich ganz so gut drin. Aber wir werden mal schauen.